Freiwilliges Engagement ist eine einfache Sache. Trotzdem scheitern viele Interessierte oft an der fehlenden Information über Möglichkeiten zum freiwilligen Engagement. Genau diese Herausforderung stellte sich der Tag der Freiwilligen am 17. Juni 2011. An diesem Tag präsentierten die 5 größten Trägerorganisationen von freiwilliger Tätigkeit, nämlich Rotes Kreuz, Caritas, Hilfswerk, Volkshilfe und Diakonie, die Vielfalt an Betätigungsfeldern. Ein beliebter Treffpunkt am Tag der Freiwilligen war zum Beispiel das Generationenprojekt im evangelischen Kinderhaus. Also das Generationenprojekt, so nennen wir das bei uns im Haus, das gibt es jetzt schon seit vielen, vielen Jahren bei uns. Es ist so, dass wir ehrenamtliche Kindergartenomas und einen Kindergartenopa bei uns im Haus haben und die Damen und Herren kommen eigentlich nach einem geregelten Stundenplan einen Tag pro Woche zu uns ins Kinderhaus und unterstützen uns sehr in der pädagogischen Arbeit. Es ist uns einfach sehr wichtig, dass wir den Kindern auch die Generationen zeigen können. Das heißt, es gibt viele Kinder, die die Großeltern jetzt nicht in der Stadt haben oder in der Umgebung. Und da ist es einfach wichtig, dass Kinder den Bezug auch zu älteren Menschen haben. Ich komme jeden Dienstag Vormittag, bin bei den Kleinen, bei den Gekis bis zu 3 Jahren. Und wir tun Bilderbuch vorlesen, Basel spielen, zeichnen und malen oder Burgen bauen mit den Bausteinen. Was machen wir denn noch alles? Bücher lesen, ja ganz richtig, das ist ganz wichtig. Und was macht der Jakob noch? Nix. Mir macht das sehr einen großen Spaß. Ich bin schon, ich glaube, 6 Jahre dabei. Und ich möchte einfach gern auch den Kindern irgendwas zurückgeben und ich freue mich auch über die Liebe, die von den Kindern aus mir gegeben wird. Ein weiteres Betätigungsfeld für Freiwillige ist der Caritas Bazar in Salzburg-Marxglan. Wir nehmen Spenden entgegen, wir sortieren die Spenden, wir geben Spenden teilweise weiter in andere Einrichtungen und da helfen uns die Ehrenamtlichen sehr viel mit, weil ohne die Ehrenamtlichen würde es nicht gehen. Aussortieren, anschauen, ob es Sachen schön sind, ob wir es noch hergeben können. Dann, wenn es was zum Zusammenräumen geht, oder zwischendurch einmal eine Wäsche bügeln oder was ich gern tue. Weil ich tue sowieso das gern und wir können uns alles anschaffen, weil ich war ja immer im Gastgewerbe. Und ich bin gern unter die Leute und das Klima ist wunderbar. Ich darf jetzt jedem empfehlen, wenn sie eine Zeit haben, so eine gute Zeit für solche Sachen investieren. Darüber hinaus gab es noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, freiwilligen Luft zu schnuppern. Insgesamt boten rund 500 Einrichtungen Einblicke in die Vielfalt der Freiwilligentätigkeit. Der Tag der Freiwilligen ist ein weiterer Baustein im Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit, indem in ganz Europa für freiwilliges Engagement geworben wird. Also ich denke mal, es ist ein Jahr, wo wir uns einfach wieder daran erinnern, dass unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde ohne Ehrenamt und Freiwilligkeit. Es ist aber auch ein Jahr, das uns motiviert, nachhaltig dafür zu sorgen, dass dieses Wertvolle in unserer Gesellschaft nicht abhanden kommt. Es ist ein Jahr, wo wir über das Menschliche unter uns nachdenken sollen. Freiwilliges Engagement ist eine einfache Sache. Man muss es nur tun.